Und du willst jetzt hier weiterbauen? Ich wollte jetzt gerade noch mal ein bisschen Glas dahin ballern, ja. Und hast du dir auch die die Compressed Air mitgenommen? Ich muss diesen Hazmat anziehen, ne? Und dann muss ich einfach die Cross... Compressed Air im Inventar haben, genau. Lalalalalalalalala. Hopp. Wieso? Achso, ich kann natürlich nicht mehr fliegen, weil ich... Ja, vorsichtig. Auf dem Weg nach unten ist das bestimmt scheiße. Das wäre echt lustig gewesen. Ich kann ja gar nicht fliegen. Ob ich so schnell hinbekommen hätte, mein Inventar zu öffnen und schnell alles einzusetzen? Nee. Glaube ich auch nicht. Nee. Niemals. Wenn du das gecheckt hättest, wäre irgendwie ein Tag vergangen. So, warum kann ich denn jetzt nicht fliegen? Spinnen! Spinnen! Ja, dann kriege ich EP. Ah, du Mistig! Ah, du Mistig! Na, komm her! Bisschen Glas. Yeah, baby, yeah, baby. Oh, guck mal, da ist noch ein. Nee. Soll ich dir denn beim Glas helfen? Nö. Gut. Brauchst du nicht. Das wollte ich hören. Weißt du, was ganz cool ist? Ach doch. Ich. Nee. Doch. Komm mal drauf. Doch, ich bin eine ziemlich coole Wurst. Ich sollte wahrscheinlich erstmal mit dem Koppel anfangen, wa? Nein. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Wie mit dem Koppel anfangen? Na, den Koppel hier unten, dann muss ich nicht die ganze Zeit hier durch die Gegend schwimmen, sondern kann halt einfach... So, dann da rauflaufen, genau. Meinst du? Aber willst du den Boden nicht auch aus Glas machen? Nee, das ist ja hässlich. Unten drunter. Ach, eher so stimmt, aus Marbel. Ich will das auch aus Marbel machen. Ich hol mir Marbel. Ich hol dir Marbel. Du holst mir Marbel? Hm. Guck mal, der hier. Ja, ich. Was? Na! Oh, so viele kleine Steinchen! Steinchen! Oh, ich baue mal hier fix das hier ab, weil... Gibt EP. So, ich hol dir Marbel. Danke! Wie viel und was willst du? So viel wie möglich. Dann willst du Marbel oder willst du... Marble Bricks? Bricks, ja. Wird aus normalem Marbel... Werden mehr Bricks aus normalem Marbel? Boah, das weiß ich nicht mehr. Nee, werden nicht. Viermal. Man muss viermal... Vier anordnen und dann kommen auch vier bei raus. Okay. Dann würde ich normalen Marble, glaube ich, nehmen. Ja. Kannst du dir den selbst holen? Meine ich ernst. Spaß. So, dann bringe ich dir mal Marble mit. Ist Marble? Das müsste Marble sein. Hier kann ich ja jetzt nur ganz langsam, ne? Ja, das macht also noch keinen Sinn. Willst du da unten vielleicht eine Truhe hinstellen oder so? Eine Ender-Chest wäre sinnvoll, oder? Na, ja. Dann könnte, falls jemand hier unten arbeitet und man, ne? Ja, genau. Das ist meine Rede. Dann stelle ich einfach mir eine Ender-Chest hin. Ja. Und komm mal hoch. Erstmal ziehe ich mich wieder um. Na, du musst das ja ein bisschen farblich gestalten, das Ganze. Ja, klar. Die Ende tschüss. Dünn, kann ich dir ja alles runterschicken. Was haben wir einen Tintenzack? Jo. Den würde ich jetzt tun. Wir müssen noch Tintenzäcke haben, mein Freund. In der sonstigen Truhe maximal. Oder in der Holztruhe, warum auch immer. Oder in meiner Dingsbums-Truhe. Deiner Sex-Truhe. Ink Sack. There you go. So, ich werde die Ender Chest für da hinten, werde ich wohin stellen?
Na, tu die doch bei uns in den Keller. Ja, aber im, du meinst im, im, ach so, in dem ja. großen, in dem Original. In dem großen, ja. Im Original. Nee, nicht im Originalkeller. Im nee, im, ja, mittlerweile ist das Original. Ja, naja, so kann es gehen, ne? Werden einfach mal die Originale vertauscht, ne? Und keiner kommt mehr hinterher. Da weiß dann nicht mehr, wer ist. Wer ist? Wer ist. So ist das. So ist hier unsere Gesellschaft aufgebaut, ne? Das ist einfach so, total verrückt. Muss ich hier raus jetzt? Ich baue hier mal die diamantenen Pipes ab, die wir unten im alten Keller haben. Haben die Leute nicht unter das Video geschrieben, dass Inksex schwarze Farbe erzeugen? Ja. Sind die wieder dumm gewesen? Zumindest funktioniert es nicht. Leute, ihr sollt ja nicht immer dumm sein, wenn ihr was schreibt. Nein, aber es kann natürlich sein, dass sie dumm sind. Oder ich habe mich verlesen, aber ich meine mich zu entsinnen, dass irgendwo... Nee, da stand Inksex, ja. Das funktioniert auf jeden Fall mit Endertruhen nicht. Kannst du... Nehme ich einfach... Haben wir schon dreimal Orange? Was bitte? Dreimal Orange haben wir noch nicht, nein. Dann machen wir dreimal Orange. Oder mach doch ein... Ach, nee. Dreimal Orange hatte ich nämlich noch. Deswegen. Wo eins, ach da. Zwei. Hier, wir haben 54 Diamond Pipes. Biatch! So sieht's aus. 54 Diamond Pipes? Wie sammeln wir 54 Diamond Pipes? Ne, ich hab die aus dem alten Keller abgebaut. Braucht doch keiner mehr. Das stimmt. Recycling, man. Ist es deine Truhe? Ja. Yep. Oh. Ja, ich hab dir jetzt Marble reingebackt. Hier kann sogar... What? Hier müssen noch Diamond Pipes rein sogar. Ja, siehst du mal. Können wir auch noch mal irgendwo... Oh, ist da viel Marble drin. Naja, ich hab dir jetzt Marble reingebackt. Ich hol mal noch Marble aus. Oh, warte, ich hol noch Marble aus dem alten Keller und pack den da rein. Und dann kannst du ordentlich arbeiten. Soll ich dir da auch. Glas kann ich dir da auch da reinsetzen, oder? Ich hab da gerade schon ein bisschen Glas reingehauen. Ja, na, siehst du, voll geil, yo. Ich werde mal noch ein bisschen. Oh, na egal, der kann hier rumliegen. Nicht wundern, da unten liegt Sand rum. Nicht schlimm, der kann da rumliegen. Genau. Das denke ich nämlich auch. Jo. So, dann hauen wir jetzt hier einfach mal den ganzen Sand rein. Der müsste dann ja jetzt irgendwo hier verschwinden. Nein. Flupp. Hier wollte ich übrigens, hier unter den Lava-Tank wollte ich übrigens noch einen Öltank bauen, ne? Weg geht da. Hat nicht ganz funktioniert. Irgendwie. Achso, ja, weil das mit dem Öl nicht so funktioniert hat. Alter, das war eine Scheiße. Übrigens kann man mit Öl auch kühlen. Finde ich aber mega. Was hat das jetzt mit Kühen zu tun? Die sind auch schwarz-weiß. Ach so. Ja. Deine mit Frage. Öl kann man kühlen. Was machst du denn hier? Liquid Glass? What? Oh. Bitte was? Liquid Glass. Egal, ich pack dir mal hier Air Compressed Air auch noch in die Truhe rein. Ein Stack. Dann stirbst du da unten nicht. Oh, das ist nett. Du umsorgst mich wie eine Mutter. Ich bin ein Kümmerer. Zack. Was? Tot. So, und ich versuche in der Zeit mal zu schauen, dass ich so bestimmte Punkte der dass ich schlafen gehe, weil es dunkel wird. Wird schon wieder dunkel. Dass ich dass ich so bestimmte Ach, Punkte Mann, die des Hofes mache. Bestimme, weil ich habe ja wenig Zeit außerhalb der Aufnahmen. Du ja auch. Oh, du siehst sexy aus, weißt du das? Was? So in Arbeitshose? Mit Bane-Maske? Das sieht schon sexy aus. Kann schlafen! Juhu! So, in meiner Aufnahme habe ich jetzt gerade ein Bild
gezeigt gehabt. Wer mir sagt, wer das auf dem Bild ist, darf bei uns Minecraft mitspielen. Nein. Ich hab Basti gehört. Ich find's zwar ungerecht, und aber wenn ihr auf jemanden böse sein wollt, dann auf Basti. Ja. Ja. Siehst du, das alles, was ich wollte, habe ich erreicht, indem ich einfach nur Käse Quatsch gemacht habe. Ich habe auch gerade kein Bild gezeigt. Zwinker, Zwinker. So. Mit O. Kommst du denn zurecht da unten, ja? Oh, weißt du was? Ich mach Kuchen. Ah, ich brauche Milch, ne? Scheiße. Milch! Nein, boah, ich bin so ein Spaß! Was hast du denn vergessen? Mann, ich hasse aus. Du hast deinen Helm vergessen, wa? Nee, ich gucke hier in die Endertruhe und wundere mich, wieso da nichts drin ist. Aber jetzt habe ich die Farbe wieder vergessen. Ey, ich flippe aus, Mann. Ey, Mann, du hast echt ich nichts. Ich bin immer nur am Hin- und Herrennen in diesem Let's Play. Nichts anderes, Mann. Du hast aber auch nichts im Kopf, das ist das Problem. Du bist eine blöde Drecksau. Alter, reiß mal zusammen, ja? Das ist ein richtiger Spast. Wichser. Du würdest halt auch einem Behinderten sagen, Alter, du bist einfach behindert. Ja. Man muss ja mal ehrlich mit den Leuten reden können, ohne dass die sich gleich irgendwie die Pulsadern aufschneiden. Aber ich gehe, glaube ich, einfach mal Kühe suchen und nach Hause bringen. Wir meinst haben keine Kühe, wir haben keine Schafe. Na, ich schnapp mir einfach, was wollen Kühe? Stroh, ne? Ich schnapp mir einfach Stroh und dann hole ich zwei Kühe. Das werde ich machen. So. Fertig. Oh, hole ich mir einen Stack Stroh. Kartoffeln haben wir auch. Alter, wo habe ich denn jetzt diese scheiß Farbe gekauft? Ich flippe aus. Weißt du, wo es ist? Bei Food. Habe ich doch gerade reingeguckt, bin ich bescheuert? Ja, ja. Daneben Kakaobean. Alter, du... Hast du deinen Helm mit? Hast du deine Rüstung mit? Ja, die habe ich ja schon die ganze Zeit dabei. Ey, was hier? Oh ja, das mache ich jetzt. Das ist doch... Gott. Ich will euch tanzen sehen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich tatsächlich nur eine Kuh und Schweinchen. Du bist eklig, du bist pervers. Ja. Ich baue da gerade mal unten. Ja, das ist, glaube ich, okay. Baue da einfach mal hier unten ein schönes Katar dafür. Katar? Ganz Katar willst du bauen? Ja, das ist ja nicht so wild. Hast du übrigens gehört, dass Franz Beckenbauer gesagt hat, dass er in Katar keine Sklaven gesehen hat? Nee. Also das kennst du ja wahrscheinlich mit Katar und Fußball-WM und Sklaven, ja, und so weiter, ja? Und Franz Beckenbauer hat gesagt, also er war da unten und hat da unten keine Sklaven gesehen, ja? Er hat da unten niemanden gesehen, der auf den Baustellen gestorben ist und so weiter. Das erinnert mich halt an... war das Bertie Fuchs? Ich glaube, das war der, genau, der hat in Argentinien gesagt, nö, er hat keine politischen Gefangenen gesehen. Das geht da alles mit rechten Dingen zu. Hat er keine politischen Gefangenen gesehen. Fand ich sehr amüsant. Traurig, aber amüsant. Na, vielleicht hat er ja tatsächlich keine politischen Gefangenen gesehen. Bedeutet ja nicht, dass keine da sind. Hat er das denn gesagt, dass keine da sind? Ja. Geht alles mit rechten Dingen zu. Aber ich muss ja sagen, ich finde das immer ganz lustig, wie sich die ganze Welt über sowas bepisst oder brüskiert, wenn irgendein Mensch, der tagtäglich im öffentlichen Leben steht, irgendwas sagt. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft man selbst Scheiße erzählt, nur es bekommt halt niemand mit. Dann fasst man sich an den Kopf. Also wie viel über einen selbst berichtet werden würde, was denn der Franz oder der Basti schon wieder für eine Kacke erzählt haben. Ja gut, das passiert dann ständig. Aber damit, das machen wir ja tagtäglich. Damit verdienen wir unser Geld, meinst du? Was hast du gesagt? Ja, ja. Nee, aber also es ist halt, ne, natürlich muss man halt immer so ein bisschen überlegen, was man sagt, wenn man öffentlich im Leben steht. Aber...
Ich glaube, die meisten Menschen würden es halt nicht besser machen. Die würden halt auf anderem Gebiet irgendwie voll die Scheiße erzählen. Hm. Na gut, aber es ist ein Unterschied, ob man Scheiße erzählt oder ob man einfach nur, weißt du, da nicht feinfühlig genug rangeht. Das ist was anderes. Aber gut, es hätte auch wer anderes als Franz Beckenbauer sagen können. Ja, aber ja, es geht halt auch immer darum, was einem letztendlich auch Latte ist. Es kann ja sein, dass man mit irgendwelchen Aussagen, die wir zum Beispiel tätigen, dass da jemand sich krass angegriffen fühlt. Oder dass sich auch viele Leute davon krass angegriffen fühlen, wenn wir sowas sagen. Aber die sich davon angegriffen fühlen, sind einfach mal Mongos. Ihr Mongos. Siehst du? Da. So, ja. So, wenn du das zum Beispiel sagen würdest, hättest du als Mensch, der im öffentlichen Leben stehen, hättest du schon Riesenprobleme. Ja. Da würde der Stern drüber berichten, Bildzeitung, alle, hier, du bist gegen Mongos. Oder auch wenn man Spaß sagt und all das. Gegen Behinderte, ja. Was da abgehen würde, sag ich dir, ey. Ja. Dann müsste ich zu Anne Will und mich erklären und Anne Will hätte dann wilden, hemmungslosen Sex mit mir auf ihrer Couch. Boah. Hast du die mal gesehen? Nee. Das ist so eine, die... Ich glaube, die schneidet sich einen Umschnalldildo um und dann geht's los. Ich glaube, das ist so eine. Die ist sehr, sehr streng. Magst du strenge Mädchen, Basti? Nee, aber du anscheinend. Du hast dir gerade vorgestellt, dass du mit ihr... Warum liegen hier... What the? Warum liegen hier Quartz Crystals? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Mein Gott! Ich finde keine Kühe erstmal, so viel dazu, aber ich suche natürlich weiter, hier vor Ort, ihr Fresh Friends. Ich muss ja sagen, dass die Air Cells ganz schön schnell aufgebraucht werden. Hm. Die atmet man richtig weg, ey. Ja. Verstehst du? Naja, das ist lustig. Wobei ich eigentlich auch einfach, wenn du irgendwann wieder bei uns oben drin bist... Ist jetzt nicht dringend, aber wenn du irgendwann halt drin bist, dann könntest du einmal... bitte Zäune in... Zäune? In die Truhe für hier unten hauen. Das finde ich ja lustig. Warum Zäune? Erzähl mal. Wenn man zwei Zäune übereinander stellt, dann kann man sich einfach daneben stellen und kann Luft holen. Das ist ja interessant. Erzählen Sie mir doch mal mehr davon, Herr Knasti. Ich würde gern diese zwei Zäune mir anal einführen. Das würde mich total glücklich machen. Und bedeutet das jetzt, dass ich irgendwie gestört bin oder ist das normal? Nein. Nur wenn sie so quer einführen. Ach so, ja. Darüber hatte ich jetzt bis jetzt noch gar nicht nachgedacht. Aber das ist doch auch mal interessant. Man soll ja alles mal ausprobieren, nicht wahr? Aber erstmal kleine Schritte und dann merkt man schon, wo es so an der Grenze ist zu dem, was man möchte und wo es eben auch dann dahin geht, dass man nicht mehr möchte. Das geht ja alles. Ja. Verstehe schon, man muss da fein, wo wir wieder bei der Feinfühligkeit werden. Ja. Feinfühligkeit ist echt das Wichtigste im Leben. Scheiße, wo sind diese verfickten Kackkühe? Davon reden wir, genau. Ja. Nee, hier gibt's weit und breit kein einziges Tier. Oder nicht? Ich habe extra schon Weizen in der Hand. Weizen? Ah, vielleicht hätte ich keine Steaks mitnehmen sollen, vielleicht riechen die das. Mir ist kalt. Was war das denn jetzt? Ich glaube, hier ist ein Geist, Basti. Mir ist auf einmal so kalt. Aber meine Finger sind echt kalt. Was ist denn hier los? Normalerweise sind meine Hände immer warm. Ist ein warmer Bruder? Nee, warmes Luder. Das wird scheiße, wenn ich mir nachher an meinen Penis fasse. Die Finger sind total kalt. Och, Manu. Tja, dann musst du heute wohl mal deiner Lust, darfst du deine Lust mal nicht, frönen. Auslassen, ja, scheiße. Ist doch alles blöd. Naja. Manchmal. Aber nur manchmal. Haben Frauen. Ein kleines bisschen.
Schminke gern. Immer. Ja, wirklich immer. Haben Typen wie ich. Eine schöne verdient. Oh, es wird dunkel. Eine schöne was? Frau. Girl. Weib. Es wird dunkel. Bunny, ja, es wird dunkel. Ich, willst du dich schon hinlegen? Ja, Kühe finde ich ja jetzt nicht in der Dunkelheit, ne? Habe ich eigentlich noch das Bett im Inventar? Würde mich bestimmt auch wieder ausgepackt. Ich packe immer die falschen Sachen aus und die falschen Sachen ein. Ich habe einfach so, lass uns dafür tauchen gehen. Ich habe eine Angel, eine Schaufel und Zäune. Ach, verdammt. Zäune wäre sogar gut. Zäune wären gut, ja. Da. Nee, orange, ne? Orange. Hast du ein Bett jetzt, oder was? Ich habe tatsächlich ein Bett, ja. Lass mich nochmal eben eine Bahn zu Ende bauen. Dauert so... Ja, ich packe hier gerade mal... Vielleicht 30 Sekunden? Ja, ich habe dir einen Stack Zäune reingesetzt. Ist gut. Oh, warte mal, ist hier unten dann... Nee, ne? Hier unten ist kein Glas. Das ist oben bei den Öfen. Ja. Ja, da hinten. Dann packe ich dir da auch nochmal was rein. Ja, pack's mir rein, du Luder. Oh. Das funktioniert ganz offensichtlich. Läuft. Schneller. Geht sehr gut. Ich versuche gerade durch das Wasser durchzukommen, so ein bisschen schneller, aber... So. Liegst du? Ich liege fast. Ich hoffe, ich kann mich überhaupt hinlegen. Nein. Es gibt Monster. In der Nähe? In der Nähe. Boah. Das ist ja doof jetzt. Ich liege schon. Also, ne? Mach einfach, wie du kannst und magst. Boah, oder? Hier unten sind drei Ogre. Hast du nicht ausgeleuchtet oder was? Nee, ich meine hier unten in dem ehemal in dem Quarry Crater. Oha. So. Reicht das, wenn ich hier einfach zubaue? Mal gucken. Na klar. Nein. Das ist doch kacke. Dann mach weiter. Dann bau einfach weiter. Ups.